Hier kommt mehr! Bleibt außer Reichweite. Das Monster befiehlt den Toten aufzuerstehen. Hütet euch vor dem giftigen Atem des Sonnenbringers. Klaueninsel ist befreit und Löwenstein gerettet. Ich weiß nicht, was noch alles kommen mag, aber zum ersten Mal habe ich Hoffnung. Hoffnung, dass diese Allianz Tyria retten kann. Hoffnung auf die Zukunft. Hoffnung für all. Ohne euch hätten wir diese Schlacht nicht gewonnen. Ich danke euch.
Früchte ruht euch jetzt etwas aus. Viel Arbeit vor uns. Link und sicher. Ihr wisst, dass der Pakt nur eine Chance von 1 zu 3720 hat, oder? Was kann ich für euch tun? Gut gemacht, Renten. Tapfer gekämpft. Der Sieg ist vorerst unser. Aber hält das? Können wir den anderen trauen? Geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Alles gut. Dank eures Mutes hat mich das Ding nicht anrühren können. Dies ist ein bedeutsamer Tag. Das Blatt der Geschichte hat sich gewendet, Traherne. In der Tat. Viele Menschen zweifelten. Selbst die Orden waren nicht sicher, ob es zu schaffen sei. Noch nie zuvor war Tyria so geeint. Lasst Orr das Echo dieser Schlacht hören. Wir können die Drachen besiegen. Und wir werden es tun. Saitan erwartet uns im Zentrum Orrs, umgeben von einer Nation der Untoten. Die Vernichtungsschlacht gegen den Drachen wird nicht leicht, aber zu gewinnen ist sie. Es gibt eine zerstörte Festung am Rande Orrs, südlich der Trümmerkluft-Hügel. Von diesen hohen Klippen kann man die Türme Orrs jenseits der Meerenge der Verwüstung sehen. Wir erobern dieses Fort und eignen es uns an. Der Pakt wird es wieder aufbauen. Wir pflanzen unsere Banner auf und stoßen von dort zum Herz des Drachen vor. Ich werde Pläne mit den Anführern der Orden schmieden und Truppen an diesem Ort sammeln. Ihr habt euch etwas Erholung verdient. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Dann finden wir gemeinsam einen Weg, Saitan zu vernichten. Jetzt wachse ich über mich hinaus.